Ball dann dein erstes Saisontor erzielt. Ja. Schilder mal kurz die Situation. Ja, ich habe gedacht, der Joe spielt den ersten gleich direkt rein und bin dann durchgelaufen und dann hat er nochmal mitgenommen und dann komme ich nicht mehr richtig in den Ball. Und ich habe eigentlich gedacht, dass er trotzdem reingeht, aber den hält er dann gut und ja. Was war kurz nach der Pause los? Letztendlich hat man fast über 18 Minuten gegen den Griff und dann rappelt es zum 1:1. Ja, wir haben halt in der Situation völlig gepennt. Da schon einige abgeschalten, dass der Ball wahrscheinlich hinten rausgeht oder der Mitch den Ball vielleicht abfängt. Ja, und dann steht er halt in der Mitte ganz frei. Ja. Ist das genau das Problem, was halt ein Unentschieden von dem sich trennt, dass eben so ein paar Prozent fehlen? Ach, ich denke nicht, dass es ein paar Prozent sind. Es ist einfach, ja, es passiert halt im Fußball, da kriegt man halt mal ein Standardtor. Also, sonst haben wir das eigentlich ganz gut gemacht. Auch in der ersten Halbzeit haben wir spielerisch das eigentlich ganz gut gemacht. Auch die Konter gut ausgespielt, würde ich sagen. Und ja, es fehlt halt das Quäntchen Glück dann noch im Abschluss. Wir hatten ja genügend Chancen auch in der zweiten Halbzeit noch. Ja. Wie war es für dich persönlich heute? War viel Familie auf den Rängen? Ja, ganze Familie war da, ein paar Freunde waren da. Und alle Spieler vom VfB kenne ich auch. Also auch Freunde von mir. Also war schon ein schönes Spiel.